Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich habe jetzt ein bisschen Charcoal hier, die ich hier verteilen darf. Ne, den Tank, den wollte ich ja nicht mit rein verteilen. So, 9 Stacks. Ich glaube, hier können dann auch 9 Stacks drin landen. Ja, sehr schön. Gut, das haben wir ja schon mal schwesterlich geteilt. Dann können wir hier oben hochgehen und dann die... Ne, nicht da oben hochgehen. Das ist ja schon alles soweit ready. Da fehlen noch Knick am Roboter, sehe ich gerade. Die uns unser Endprodukt herausgeben. Wäre natürlich fatal, wenn man das jetzt ver... Die Knick am Roboter und da in der Kiste lagen so viele rum und ich habe es nicht mitgenommen. Oh. Wenn die ganze Kiste gleich mit wieder rumsteht, dann habe ich nämlich die Rohre und alles mit eingepackt. Und pack das dann da oben mit in die Baukiste. So, dann müssen wir irgendwie uns hin. Ja, da werden wir oben anfangen, erstmal was zu bauen. Das werden wir abzweigen, nehme ich mal an. Dann werden wir oben was anfangen zu bauen. Ja, das wird schön. Dann bauen wir nämlich erstmal Gerätschaften aus, womit wir Dinge bauen können, die wir quasi brauchen, um weiter ausbauen zu können. Also. Wir bauen eine Fabrik für Förderbänder, Rohre, Knickarmroboter und alle solche Sachen machen wir dann. Fertig erstmal. So, ich gebe hier in der Forschung erstmal noch ein bisschen was in die Kiste hier. Damit ich forschen kann. So, und jetzt kann ich die nächste Forschung anmachen, denn die ist ja auch schon durch. Oh, hier ist Kugelschaden. Feuerrate noch mehr erhöhen. Das können wir auf jeden Fall erhöhen und verbessern. Bei den Angriffen auf den kleinen Robbys da, dann das hilft. Ungemein. So, wie viel haben wir da drin? 150, ja, das ist nämlich grenzwertig. Also das ist quasi jetzt erstmal unser Limit. Und das müssen wir unbedingt aufgebaut haben oben automatisch. So gut es geht automatisch. Also da müssen wir natürlich dann irgendwo Dampf erzeugen oder ähnliches. Oder ich muss unten halt eben die Produktion nach... Mir fehlt sogar noch ein Strommast. Das wäre ja ganz fatal. So. Die finden auch noch die ganzen Knickis. Jetzt das mal an hier. Wer hat denn das hier vergessen so auszubauen? Na gut, okay. Es ist ja besser, es fällt mir noch auf, als dass ich dann nachher mich wundere, worum es nicht geht. Achso, hier hatte ich ja auch die Gerätschaft noch nicht drin, deswegen wahrscheinlich. So, hier müssen wir auch sagen, dass wir nicht das prozessieren wollen, sondern wir wollen das prozessieren. Und dann müssen wir hier natürlich auch sagen, dass wir nicht... Wir wollen... Ne, Nickel wollen wir nicht. Eisen wollen wir auch nicht. Zinnerz wollen wir haben. Wieso sieht denn das da so anders aus? Hm. Das Icon so komisch aus, aber das richtige Zeug kommt raus. Gut. Wenn wir Zinn haben wollen, warte mal, da müssen wir gucken, da brauchen wir hellbraun und hellblau und braun. Okay. Dann machen wir hier hellblau. Machen wir hier hellblau. Lass mich Arzt, ich bin durch. Und hier machen wir braun. Und hier machen wir auch braun. So. Gut. Heißt, das kriegen wir, das kriegen wir, das kriegen wir. Okay, dann müssen wir da oben noch wieder noch ein paar vergessen. Hier das reinlegen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und hier oben fehlen noch die rauslegenden drei Stück. So. Naja, können wir das ganze Ding nochmal an Strom anschließen. Jetzt müssten wir langsam aber sicher auch schon beim Strom wieder in Schwierigkeiten geraten. Da vielleicht eventuell nicht mehr die tägliche Dosis zur Verfügung haben, die man braucht. Also wenn alles an ist, sind wir wahrscheinlich unterversorgt. Potenziell kann hier mehr gleichzeitig an sein. Na gut, wir sind aber bei 33 noch. So, jetzt geht hier natürlich erstmal auch gut die Produktion los. Das heißt also, es läuft auch ein bisschen was aus diesen Fässern raus hier. Da wird ein bisschen was verbraucht, dann kommt hier das hellblaue Zeug an.
Das wird hier schön fein säuberlich gecrushed. Das sieht schon mal ganz gut aus. Hier wird das braune Zeug gecrushed. Das nehmen sie sich auch hoch. Sieht schon mal auch sehr gut aus. Der wird der erste sein, der wahrscheinlich anfängt. Genau. Da brummt er nämlich schon los und klappert schon mal einmal. Und jetzt legt er hier schon das erste Zinn raus. Hier fehlt ein Strommast. Da fehlt ein Strommast. So, dann wird hier das Zinn schon mal auch prozessiert, also weiterverarbeitet. Und dann kommt das Zinn hier in die Öfen. So. Der legt als erstes los, der hat genug gekriegt, jetzt legt er los hier. So, und dann werden hier die ersten Zinnbarren rausgelegt, die dann hier gleich verflüssigt werden können. Ah, da muss ich jetzt ein paar Stück, muss er sich jetzt erstmal einverleiben. Da kann man auch schon Stapelgreifarme eigentlich oder die schnellen Greifarme nehmen, dann geht das so ein bisschen fixer, aber gut. Ich glaube ja, dass die Greifarme hier eigentlich eher so das Problem sind, aber gut, das wird sich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, der wartet drauf, dass wieder was nachgelegt wird. Okay, so, aber es soll ja nicht unser größter Nachteil sein. Dann kommt hier oben das flüssige Zeug an. Das wird dann hier schön auf Rolle gezogen. Und dann fehlt hier noch ein Teiler. Der muss dann eingebaut werden. Und dann geht das hier weiter. Richtig schön in unsere Produktion. Somit haben wir Zinn complete auf dieser Seite. Wie los? Ach, hier, die Quatschung gestellt. Uns führt aber das verkehrt rum. Sag mal, hier haben wir ja. Hier haben wir ja richtig Mehl gemacht. So. Gut, okay. So. Dann müssen wir den anderen Weg auch nochmal kontrollieren. Ja, das geht aber alles jetzt, ne? Ja. Sieht alles sehr gut aus. Sehr schön. Es arbeitet alles. Es braucht, verbraucht alles auch ein bisschen Strom. Und wir sehen, wir kommen denn hier jetzt, naja gut, wenn die Öfen oben noch arbeiten und alles, dann ist natürlich noch ein bisschen mehr Energie weg. Naja, also es geht schon ein bisschen was drüber hier. So, wir werden jetzt erstmal die Kiste hier nochmal bestücken mit ein paar Sachen, die wir hier vom Baumaterial haben. Ein paar Lampen werde ich jetzt hier noch einbauen. Hier habe ich ja bestimmt schon schattenmäßig welche gesetzt, aber wohl auch nicht. So. Damit das hier alles ein bisschen illuminiert wird. Ist ja auch nicht schlecht, wenn die Kameraden ein bisschen was sehen. Wir machen ja auch Licht für die Aliens. So ist es ja nicht. Ist ja nicht nur für uns allein, ne? So, ach, da kann ich keinen auf der Seite setzen. Dann gehen da oben hin. So, und dann setzen wir hier oben noch einen rein und da noch einen rein. Und dann sieht das doch schon mal sehr schön aus hier. Hell erleuchtet. Unser Zinnberg ist fertig. Das finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt brauchen wir noch auf der Seite ein paar Lampen hier. Dann werden wir jetzt immer ein bisschen für Beleuchtung sorgen in der Fabrik noch. Und dann werden wir das ganze Ding für Blei noch da drüben hinsetzen. Wir müssen sie dann erstmal ausrotten, damit wir hier genügend Platz haben. Und dann machen wir hier noch das Bleigelöt hin. Ja, und da sehen wir schon, dass hier unser Bahnhof in der Mitte, das ist zwar ganz okay, kann man machen, aber ist dann nachher nicht mehr in der Mitte, weil wenn wir dann nachher noch Aluminium... Das nächste wird sein, dass wir dann für Bronze diesen ganzen Kram bauen. Dann wird es natürlich doppelt so viel gebraucht nach hier unten und oben doppelt so viel kommt raus. Weil wir dann hier ab der Produktion quasi mehr Induction Furnace haben, weil wir dann zwei verschiedene Sachen drauflegen müssen. Da haben wir dann ja... Ach, da müsste ich ja auch noch Zink für machen, ne? Für das Brass. Also nicht Bronze, sondern Brass. Ich brauche Messing. Stimmt. Dieses Messingzeug, da muss ich ja noch Zink für machen. Eieieiei. Das wird hier dann auch noch interessant. Und dann das ganze Aluminiumzeug, ehe ich das gesintert habe, das ist natürlich auch noch eine Weile hin, aber da brauchen wir auch noch ein bisschen ein paar Materialien für. Da muss ich, glaube ich. Warum habe ich davon eigentlich noch nicht so viel über? Ich hatte doch beim letzten Mal, hatte ich doch von diesem komischen Zeug so viel über. Naja, ist egal. Was soll's, so ist es halt. Gut.
Also würde ich sagen, erst kämpfen, dann fragen. Nee, erstmal Sand holen. Erst holen wir uns mal den ganzen Sand zusammen. Den wir brauchen. Gleich um dann links noch ein bisschen zu erweitern. Nee, rechts ist das. Rechts die Karte noch ein bisschen zu erweitern. Und die liebgewonnenen Würmchen hier. Also die müssen wir zumindest ausrotten. Dann kommen wir nämlich bis hier hinten hin. Dann kann man schon wieder ein bisschen mehr machen. Aber das ist ja, das wird ja immer interessanter hier. Ich muss hier auch mal noch eine Radarstation aufstellen. Ist auch ganz wichtig, dass ich eine Radarstation aufstelle. So. Gut. Okay. Ja. Dann gehen wir jetzt unten, holen dann Stalin Sand. Dann werden wir die ganzen Viecher verjagen, die es da gibt. Ach, guck mal, da kommt die Lokomotive. Ich weiß nicht, ob die noch schneller wird, aber ich denke ja, ne? Spätestens dann, wenn sie gerade fahren kann. Ich mir um die Ecke muss. So. Gehen wir hier mal an unser Sandwerk. Ah, so viel ist es nicht. So, hier können wir nochmal die Steine rübertragen. Ich weiß nicht, ob ich nur einen auf Steine lassen soll. Backsteine, naja gut, ja, kann man die hier noch haben, ne? Immer so eine Sache, ne? Wenn man Dinge bauen muss, kann man eigentlich nicht genug davon haben. Warte mal. Nehmen wir mal ein bisschen Stahl mit. Diese Stahl muss ich auch noch kochen da hinten. Ja, Eisen, bis zur Eisen. Also da muss ich ja diese Barren und dann muss ich ja nochmal die Barren weiterverarbeiten. Ja. Dann machen wir uns da oben noch richtig schön Stahl. Stahlplatten machen, ja. Gibt es da eigentlich auch was zu forschen noch? Advanced Steel Smelting. Macht nur das Geschmelze von Stahl nochmal. Wo ist denn das andere denn drin? Wenn man dieses gekräuselte Material oder sowas, ist das nicht auch hier? Oh, guck mal hier, da haben wir ja noch diese ganzen Sünder-Methoden, ne? Tungstenohr, Platiniumohr, dass wir das direkt aus dem Dings rauskriegen und so. Das ist das Coole nachher. Das wollen wir ja dann auch haben, ne? Silber, Uran, Kobalt, Titanium, das müssen wir nachher, müssen wir vorher erst ja auch so an und machen. Ionenkristallisierung, da weiß ich noch nicht, wo ich das so brauche. Crystal Seeding. Achso, okay, das brauche ich dafür. Dampfmaschine 4, okay. Was hier noch? Bioprocessing, Alien Spores. Ah, das wird auch noch sehr interessant sein, wo wir das nachher alles wir brauchen. Okay. Ach, hier die Modulforschung, das kann man auch noch alles mit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was brauchen wir dafür alles eigentlich noch? Ach, da brauchen wir hier Solarpanel und sowas noch für. Okay. Na gut, dann können wir ja da mal erstmal weitergehen. Es gibt viel zu tun, komm, so lassen wir es. Loslegen oder lass uns loslegen. Wir können ja noch einen zweiten Bahnhof davon machen, ne? Da hinten. Geht ja auch. Die anderen Materialien dann. Ich weiß nicht, ob das hier, wenn man hier bloß ein Rohr als Verbindung nach da oben hat, ob das ein Problem ist. Das könnte ich mir vorstellen. So, Feuerrate 2 wollte ich eigentlich erforscht haben, bevor ich das hier mache. Aber gut. So, plus das zu wohltätigt. Dann wollen wir mal loslegen hier. Einfach mal gerade durchlaufen. Weglaufen. Ja. Au. Da ein bisschen viel gefressen, ne? Das wollte ich nicht. So, jetzt muss ich mich wieder gerade bügeln. Wo ist das los mit ihm? Ja, ist ja gut. So, okay. Olle Würmers, ne? Wollen wir es mit Türmen schnell machen? Kann der erst auch schon mehr auf mich spucken, ne? Ist ja ganz hinten ist noch einer drin.
So ganz fies. Wenn ich nicht da durchlaufen würde, ne? Wäre es viel besser. So, den nächsten weg. Dematerialisiert doch mal die Säure hier. Zieh doch mal einen Erdboden. Kann ich eigentlich, warte mal. Habe ich eine Idee. Kann ich die dadurch umbringen? Nein? Muss einmal nahe noch ran. Also theoretisch geht's. Praktisch war's doof. Also praktisch habe ich mich selber mit weggemacht. Achso, da ist da. Oh Gott, da ist. Also theoretisch geht's. Praktisch ist doof. Aber ich fand schon mal gut, dass es in der Theorie geht. Dass die Firmen dann weg sind. Oder ob gehe ich denn immer tops, wenn ich das mache? Das ist ja klar, dass ich das nicht ausnutzen darf. Wird natürlich auch sein. Ah, das wird jetzt aber nicht so. Das ist aber jetzt gerade nicht so einfach, da lebt ja noch einer, ne? Gleich wieder anspucken lassen, ihn. So. Also theoretisch geht's, praktisch war es jetzt gerade ein bisschen Damage. Ich glaube aber, das lag daran, dass ich mit drin stand. Ich probiere das jetzt nochmal aus. Erstmal müssen wir Sand wieder hinlegen. Dass ich da rankomme an den Jungen. Ich meine, das ist jetzt bloß noch einer, aber genau weil es bloß noch einer ist, kann ich es ja nochmal probieren. So. Jetzt nehmen wir das Water hier. Ne, ist einfach weg, ne? Aber der Baum ist dann auch weg. Okay, das ist natürlich dann weniger sinnvoll. Aber es geht. Aber es geht. Also ich könnte theoretisch die Würmer bekämpfen, indem ich dort einen Wasser hinlege dann. Jo, ist ja gut. Hat bloß mit der Reichweite schwierig hier bei den ganz vielen Viechern. Dann. Gut, das kennen wir ja schon. Aber die Insel interessiert, naja doch, die interessiert mich schon noch. Muss ich auch noch wegmachen. Ich habe Richtung wieder rein. Okay. Aua. Hat mich getroffen. Der hat mich getroffen. Bisschen Hakenschlangen reicht ja auch aus. Aber die sind schon. Die sind schon nicht ohne, die Jungs. Vor allen Dingen, weil das so viele sind schon. Gut, dann muss ich jetzt mal Tab drücken, dass wir auf die Waffe kommen wieder. Feuerrate haben wir erhöht. Dann können wir vielleicht noch den Kugelschaden erhöhen. Projektilschaden. Forschung starten. So. Höheren Feuerrate. Oh, jetzt bin ich ja schon wieder durchgelaufen durch diese scheiß Säure da. Das wollte ich doch gar nicht. Lauf durch die Säure und es passiert das Ungeheure. Uiuiuiui. Ui. 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 So. Richtig verschrotzt seid ihr ja richtig. Eieieiei. Das ist ja natürlich auch alles nicht mehr so schön, ne? Oh, ich muss weg. Oh, scheiße. Ah. Ich hab sie schon mal ganz gut ange... Aber ich war zu mutig. Ich war zu mutig. Verdammt.
Jetzt übertreibe ich es ein bisschen, ne? Da müsste man ein bisschen mehr Respekt zeigen, glaube ich. Meine Respektlosigkeit gegenüber den Aliens wird mir gerade ein bisschen zum Verhängnis. Und das wird jetzt so richtig schwierig, den da rauszufischen. Habe ich jetzt echt gedacht, dass das schwerer wird. So, wie viel von diesen komischen Pistolen habe ich jetzt an Bord? 2. Naja, gut, okay. Kann ja mal passieren, sowas. Wenn man da mit dem nötigen Respekt rangeht, dann funktioniert das auch, ne? Da kann man sie sich so einzeln vornehmen. Einen nach dem nächsten kriegt man dann weg. Davon, das ist alles. Boah, das war ein direkter Treffer. Das war nicht so gut. Na, war die Kampfstrategie nicht die beste. Da unten haben wir noch 2 Stück. Ach komm, dann hauen wir die auch gleich raus hier aus der Matrix. Ah, ein bisschen eine Agro-Folge heute. So, beide tot. Was haben sie nur davon? So. Gut. Dann gehen wir da hin. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir schon ein paar weggekriegt hier. Man kommt ja doch ziemlich nah ran an die Jungs, ne? Schon Medium-Wurm da. Okay. Ja, der ist schon dicker. Ja. Muss ich weg? Muss ich mal ein bisschen retzen. Das ist echt schon Medium-Wurm hier, ne? Wusste ich gar nicht. Hätte ich gar nicht erwartet. Und der wird auch wieder gesund mit der Zeit. Natürlich auch nicht schön, aber was willst du machen? Wir müssen ihn separieren und auch töten. Aua. Okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder selber reparieren. Aber es sind nur noch 2 am Leben da auf der Insel. Wo ist das Schluss mit ihm? Na, Nüchen aber jetzt. Er ist auch wirklich, ne? Wirklich rabiat, der Junge. Der mag mich nicht. Na gut. Wer mich mit einem MG anschießt, den würde ich auch nicht mögen. Oh Gott, jetzt ist meine Munition alle. Alle Munition ist raus? Okay, gut. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Wie ist das eigentlich mit der Schrotflinte? Aber da muss ich noch Reichweite 20, Reichweite 20, Feuerrate 1. Reichweite 18, Feuerrate 10 plus 3 pro Sekunde. Hier plus 1,2. Aha. Okay. Könnten wir so auch eine Schrotze bauen. Müsste ich bloß ein bisschen Holz haben. Aber Holz ist ja kein Problem. Holz kriegen wir ja aus einer Kiste, ne? Ach komm, wir machen das jetzt schnell. Gehen noch fertig hier. Ein gutes und dann gucken wir mal, eine Schrotze. Das, wenn die mehr Reichweite hat, ist natürlich auch nicht schlecht. Da müssen wir da vielleicht noch ein bisschen forschen dran, dass wir da ein bisschen mehr Schaden mitmachen und so. Und dann können wir die ja schrotzen.
Hui. Aber er ist tot, ne? Ja. Er ist tot. Ich brauche bloß noch einen kleinen Wurm hier jetzt. Auch tot. Sehr schön. Gut, dann haben wir das hier alles ein bisschen erfolgreich ausgerottet. Und können unsere Insel quasi bis hierhin noch diese Größe vergrößern. Ohne mit der Wimper zu zucken. Oh, das sollte, sollte auf jeden Fall erstmal ausreichen, dass wir Blei mit hinbekommen. Und vielleicht eventuell sogar noch dann Aluminium. Ich glaube, nach Blei hatte ich Aluminium das letzte Mal gemacht, ne? Das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt brauchen. Ich muss meine Sandproduktion bloß ein bisschen vergrößern. Denn da ist mein Sandspirale. Ja, wir können ja mal bei der Dingsfabrikation ablaufen, wo der ganze Sand hinherkommt und so. Den können wir, das können wir eigentlich sammeln, ja. In einer Kiste, damit ich nicht immer durchlaufen muss und... Das stimmt eigentlich, ne? Oder? Na, ich weiß nicht. Aber so habe ich den Puffer ist hier größer, ne? Bevor es überläuft. Wir haben auch schon über 200 Sand hergestellt hier. Nur für die Zinnproduktion. Nur damit das Förderband voll läuft halt, ne? Also das ist wirklich nur dafür da, dass hier das Förderband komplett voll gelaufen ist. Mehr ist es nicht. So. Gut. Und hier ist fast gar keine Produktion mehr nötig, weil gerade nicht allzu viel verwendet wird von den Materialien. Beim Eisen hätte ich jetzt gedacht, das wäre ein bisschen mehr gewesen, weil wir ja auch einiges an Eisen durchgebracht haben. In Förderbändern oder so, aber gut, muss ja nicht. Gut, dann gehen wir jetzt mal da drüben rüber und holen uns hier nochmal überall da, wo wir Sand haben. Das sieht ja komisch aus hier. Müssen diese Rohrverbindung nicht mehr gegeben. Das Purified Water. Könnte durchaus hier oben für Schwierigkeiten gesorgt haben. Naja, guck mal an hier. Da sind sogar schon ein paar leer gelaufen von denen. Weil die dann hier nichts mehr hatten, oder was? Mhm. Interessant. Gut, wo war das mit dem Sand hier? Das war nach dem hier. Ach, da mache ich mineralisiertes Wasser draus jetzt. Stimmt. Hier oben habe ich ja gar keine Sandproduktion mehr. Die Sandproduktion war ja hier hinten. An den Dingern drin. Ah ja. Dann werde ich jetzt hier einen von den Steinherstellern zu Sandherstellern machen noch. So machst du wieder... Was da? So, und dann haben wir noch wieder ein paar Steine, die wir darüber tragen können. Dass die sich dann noch ein bisschen was verheizen. Gut. Also, wir sind auf Expansionskurs. Dieser war jetzt, sagen wir mal, naja doch, wir könnten vielleicht hätten noch ein paar Handgranaten machen sollen oder so. Weil so nah kommst du noch an diese Kleinen ran. Auch an Kolonien von den Kleinen kommst du eigentlich noch nah genug ran, dass du da vielleicht mit Handgranaten arbeiten kannst. Oder halt eben wirklich, warte mal, wo ist meine Holzkiste? Irgendwo muss jetzt dann noch pures Holz in irgendeiner Kiste liegen. Ach, das liegt wahrscheinlich hier oben drin. Dass wir uns mal eine Schrotze noch bauen können. Die Pistoletten kann ich noch rüberlegen. Bauen wir uns mal eine Schrotze noch. So, die Pistolen kann ich da reinlegen, die brauche ich nicht. Ja. Ach guck mal, hier einen Güterwagen habe ich auch schon gebaut. Warum habe ich das gemacht? Achso, Fehlbau wahrscheinlich wieder. Gut, okay. Ja, das zu dem mit den Pflanzen sind wir immer noch nicht weitergekommen. Da wollten wir uns auch noch ein bisschen drum kümmern. Dann machen wir ein bisschen Schrotzenmunition jetzt noch. Und dann gucken wir nachher mal bei der Forschung, ob da nicht ein bisschen was geht. Und wie gut und effektiv die eventuell sind gegen die Viecher. Ich meine, das ist ja dann eher ein bisschen großräumig schießen, ne? Also das ist ja der Flächenschaden, was so eine Schrotze macht. Aber wenn die eine Reichweite von 20 hat und das nur eine Reichweite von 18, dann schießt sich damit schon wesentlich früher. Gut, die schießt bloß einmal pro Sekunde, aber ja gut, man muss mal gucken, wie viel Schaden macht das Ding. 12 plus 5 plus 0,5 physisch. Projektilreichweite 15. 8 und 2, ja gut, ich mache hier mehr Schaden. Also auf die Zeit gesehen mache ich hier mehr Schaden, okay. Na gut, aber wenn man da mal einfach so dazwischen halten will, kann man ja auch mal mit einer Schrotze einfach so vor lauter Wut da rangehen. Gut. Okay, das erstmal zu dem.
Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann erstens noch ein bisschen Sand hier oben reinschmeißen. Ein bisschen muss ich hier nehmen, also zumindest die Bahn hochlegen muss ich hier, damit wir hier das Blei hinbekommen. Das wäre schon ganz cool. So, mal gucken, wie weit wir kommen hier. Naja, ein bisschen brauchen wir noch. Gut, damit wir hier diese ganze Bleiindustrie hinkriegen. Und dann werden wir hier das Blei machen und dann werden wir daneben... ich muss noch... Achso, ich könnte dieses Gekröselte könnte ich machen. Ich könnte Solar könnte ich noch machen, dass das aus solchem Werk rauskommt, ne? Bei Solar brauche ich ja Blei und Zinn. Es ist immer die Frage, ob man das hier nicht einfach abzweigt, ne? Einfach sagt, okay, lass das erstmal machen und dann hier oben vielleicht einfach so ein kleines Castingwerk mit 4 Casting Machines macht, das was hier zwischensteht. Wo dann einfach gesagt wird, okay, die machen das noch, ne? Oder halt im Tier, ne? Dass man das einfach abzweigt und sagt, okay, lass das mal 80% da in dem Rohr sein und alles, was drüber läuft, das kann in die andere Richtung gehen oder kann dann weiterverwendet werden für andere Sachen. Und wenn das dann nicht ausreicht, dann muss man nicht extra ein komplettes von unten aufbauen, ne? Na, müssen wir mal gucken. Alles klar, das soll es aber erst gewesen sein für heute. Ich mache heute Pfingstmontag mache ich jetzt auch Schluss. Werde dann wieder aufnehmen nächstes Wochenende am Samstag, glaube ich. Dann habe ich auch hoffentlich eure ganzen Kommentare der Woche ausgelesen. Ich glaube, bis Donnerstag hatte ich gestern aufgenommen. Und wie gesagt, also wir machen dann noch ein bisschen Blei. Und machen dann noch ein bisschen... Immer noch Schönes. Ja, andere Materialien dann noch dahinter hin. Das mit meiner Taktik hier mit dem Reinlaufen und so, das ist nicht die beste. Das habe ich jetzt auch gelernt. Wir werden hier oben noch den Funkmast, werde ich hier oben erstmal nochmal aufstellen, damit wir das hier oben ausleuchten ein bisschen. Wenn ich den hier sehe, das sind nämlich schon ein riesiger Wurm und so weiter. Da wird es auch interessant und die sind alle wunderbar im Bereich dessen, dass ich hier was mit Umweltverschmutzung mache. Eieieiei, das ist aber auch wirklich rabiat, was ich da betreibe, ne? Und da müssen wir nochmal hin. So, und dann, ach guck mal, hier haben wir noch ein paar Gärten und so, das ist natürlich auch schön. Interessant ist, dass das mit dem Wasser funktioniert. Also, dass man wirklich dann halt eben, ich könnte solche Insel also wirklich dann reinrennen und, sozusagen oder nebenher laufen, also erst Sand bauen und dann neben einmal außen rumlaufen und dann da mit Wasser quasi die ganzen Würmer wegmachen, dann kriege ich aber auch die Alien-Spores nicht, ne? Gut, die kann ich mir natürlich selber ziehen. Dann gibt es ja auch Möglichkeiten. Also, wie gesagt, da gibt es ja viele, viele Dinge, die wir da bauen können. So, was machen wir heute für ein Foto? Von meinem Sterben lieber nicht. Machen wir ein Foto hier von der ganzen Zinn-Eieruhr. So, dann ist das Zinn komplett fertig. Oh, das habe ich gestern schon als Thumbnail genommen. Ach, gehen wir da oben rein und dann sieht das hier alles schicki aus. Wenn man es hier genau mittig rein und dann... Zack. Schönes Foto. Bis denn. Tschüss.